Ich erstelle also ein neues Sway, an dem ich hier oben auf den Plus klicke. Geht ein neues Fenster auf, wo ich mein Sway dran bearbeiten kann. Der Sway ist ein Programm, das aufgebaut ist wie ein Storyboard, wo einzelne Elemente, einzelne Kisten von oben nach unten beigesetzt können gehen, editiert können gehen und auch formatiert können gehen, für seine Geschichte zu erzählen. Ich will das einfach nur mal ein Beispiel vom Früher weisen. Ich gebe meinem Sway den Titel Frühling. Dann kann ich einzelne Kisten beisetzen, indem ich auf den Plus klicke. Habe ich eine Schmeidigkeit, ich nenne eine Vierschläge, aber auch geordnet an Textelemente, Überschrift, an normalen Text, Medien, Foto und Bild, Video, Audio, Links, an Dokumente, die ich kann uploaden, an eine Kategorie Gruppen, wo ich ruhig kann ausprobieren, was sich da an hat verstopft. Wenn ich auf Plus klicke, Text, ich will mal eine Überschrift, und zwar werde ich als erstes ein bisschen auf Lieder gehen, die mit Freier zu dienen. Da klicke ich auf Lieder und ich kann dem Ganzen auch in den Hintergrund gehen. Background, da sieht da geht halt schon ein Fenster ab, wo ich kann über Bing direkt Fotos gehen. Ich gehe mal hier einfach an, Frühling. Und da kriege ich eben einen ganz viele Spieler, die angewiesen, die ich verwenden kann. Und die sind auch schon hier gefiltert, nur Creative Commons only. Ich schaue mal das Leute Bild und klicke auf Beifügen. Hier kann ich das Fenster umzumachen und ein nächstes Kisch beisetzen. Das ist hier wählen ich ein Medium aus. Und zwar ein Video will ich dran setzen. Und zwar Lieder war ja ein Titel, wenn ich mal das Teil kann, Lied, und setzen das bei. Dann noch einen kleinen Schreibtext, über plus Text beisetzen. Und dann wird der nächste Teil von meinem Sway nochmal fertig. Meine Datei rum zu. Wenn ich mal das mal angucken will, was ich da geschafft habe, kann ich hier oben auf Play klicken. Und ich kriege eine Vorschau von meiner Präsentation, mit meiner Überschrift, meiner Innerüberschrift, und meinem Film und Text, die ich beigesetzt habe. So, ich will das nur am anderen, da gehe ich auf Edit. Und dann kann ich zum Beispiel meinen Text hier einfach nur oben zeigen. Und da ging den eben hier in der Hauptüberschrift erschicken. Ich will auch den Film mit der Foto wechseln. Und dann schiebe ich die einfach rum in diesem Fall. Wenn der Design mir noch nicht so gut gefällt, wie ihn aktuell ist, kann ich hier oben links auf Design klicken. Und dann kann ich hier über Styles eine Möglichkeit der Veränderungen vorzuwählen. Zum Beispiel war meine Präsentation 4 Uhr von links nach rechts. Wenn ich lieber hätte, die von oben unten ist, klicke ich oben auf Vertical. Da kann ich auch heimlich Filtern draufsetzen, wie ein Vorwurf verwendet soll gehen. Zum Beispiel würde ich etwas heimlich an der Rotate, klicke ich drauf. Und da sieht auch, verändert sich das direkt hier links. Da kann ich da so klicken. Und auf Storyline komme ich zurück an mein Menü, wo ich eben kann die einzelnen Kiste verändern und eben auch beisetzen. Voilà, so viel mal heute so. Ich denke, los ist flott, für einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie die einzelnen Funktionen vom Sway sich verhalten und wie du damit arbeiten kannst. Viel Spaß damit!